Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Dark Souls. Hallo. Ich renne in die falsche Richtung. Ja. Praktisch. Diese Folge enthält mit etwas Glück das Ende von Manus, mit etwas Pech nicht. Ja. Ich werde hier keine Tode rausschneiden oder sonst was, solange wie es dauert, dauert halt. Es kann nur sein, dass ich ihn nicht auf Anhieb schaffe. Im Grunde genommen rechne ich fast damit, dass das noch ja, so eine halbe Stunde bis Stunde dauert. Das ist so meine übliche... die übliche Zeit, die ich brauche für den Kerl. Schauen wir mal. Deine Versprechen dafür, wie lange du für so einen Boss brauchst, sind ja... ne? Und so. Ja, das ist bei, der ist bei manchen. Der werde ich bestimmt ein paar Mal sterben. Nur bei Manus ist es so, dass es geht über den Punkt hinaus. Also bei manchen Sachen, die schwer sind, spiele ich dann halt vorsichtiger und schaffe sie deswegen. Aber Manus ist halt der Punkt, wo er so schwer für mich ist, dass ich deswegen schlechter spiele. Beziehungsweise, ja, ich komme einfach mit seiner Schattenmagie nicht gut klar. Das meiste ist okay. Bis auf seine zwei Zauber, die er mit seinem Stab durchführt. Also der komische Schattenregen, Sturm, was auch immer, und dieses Ding, wo die Kugeln von außen nach innen fliegen. Man muss nämlich extrem nah an ihm dran sein, damit einen die Kugeln nicht erwischen. Und während man auf ihn zurennt, wenn man es halt nicht früh genug macht, das dann. Das hat man ja beim letzten Mal schon gesehen. Ne? Dann krachen einem die Kugeln in den Rücken und One-Hitten. Man kann es auch schaffen, weit nach außen zu rennen, quasi zwischen den Kugeln durch, aber das ist auch nicht sehr verlässlich. Also. Ist halt einfach ein Boss, der mir schwerfällt. Es gibt natürlich, also im Notfall gibt es eine extrem billige Methode, ihn zu machen, ohne überhaupt in Gefahr zu kommen. Man kann nämlich hier von dieser Klippe aus, wo ich jetzt stehe, da unten sieht man schon. Also ich weiß nicht, ob du es siehst, aber da unten sieht man seine Augen leuchten. Man kann ja von hier aus mit dem Bogen erledigen. Also mit dem Faresbogen, mit dem Falkenring und vielleicht 100 Pfeilen oder sowas könnte ich ihn hier einfach von oben töten. Er hat 6666 Lebenspunkte. Das dauert also ein bisschen, ist aber durchaus schaffbar. Und dann hat man halt eine komplett risikofreie Methode, ihn zu töten. Also fast trefflich. Ja, richtig teuflisch wäre natürlich 666, aber das ist ein bisschen wenig. Ja, deshalb haben sie eine 6 mehr genommen. Genau. Au. Okay, ich bin tot. Das geht schnell. Oh, ich bin nicht tot. Okay. Du bist nicht tot. Okay. Ich hätte gedacht, das tötet mich, aber... offensichtlich nicht. Also, das war sein fiese Sechser-Kombo, aber es haben mich nicht alle Schläge getroffen. Beziehungsweise die letzten machen nicht so viel Schaden, das ging dann noch so halbwegs. Diesmal bin ich tot. Hey, ich habe das noch gar nicht gesehen. Dürfte aber nur einige Sekunden dauern. Ja. Ja. Also erwartet nicht, dass ich ihn unbedingt diese Folge schaffe. Das ist für mich zumindest der schwerste Boss im Spiel. Falls ich es nicht schaffe, wird der Teil dann einfach als optional gekennzeichnet. Mhm.
Frames sind hier unten auch immer so sehr unangenehm. Ja, das. Daran, dass da viel Gegend drumherum ist, ne? Und daran, dass das Spiel wirklich schlecht programmiert ist. Also, vielleicht war es auf der Xbox noch in Ordnung programmiert. Da war es so mittelprächtig, aber der PC-Port ist einfach unter aller Sau. Haben die Entwickler aber auch einfach so zugegeben. Von wegen, wir haben keine Ahnung, wie man PC programmiert. Wir können euch einen Port geben, weil ihr unbedingt einen haben wollt, aber er wird schlecht sein. Es war also quasi so angekündigt. Ja, gut. Wenn du irgendwas Interessantes zu berichten hast, was spannender ist als zum fünften Mal oder sowas, der Weg zu Manus. Wobei du gerade den Stream nicht mehr sehen kannst. Es dürfte wieder halbwegs gehen. Es hängt so ein bisschen. Connection lost. So viel dazu. Ich mag mein Internet. Aber ich hoffe, TeamSpeak kriegt es gleich gebacken, sich selbst wieder neu zu verbinden. Ja. Was mache ich eigentlich? Ich könnte mir vorstellen, dass mein Internet gerade komplett weg ist. Na gut, dann gibt es einen Manus-Versuch ohne und sonst gibt es einen Schnitt und so. War da was mit dem Internet? Ja. der Stream ist, glaube ich, auch tot. Also zumindest hat OBS gerade geschrien von wegen, sorry, es geht echt nicht mehr. So ungefähr. Au. 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 Nach dem Versuch hier, der dann hoffentlich jetzt nicht erfolgreich wird, aber ich sehe es um echt sein nicht kommen, starte ich den Stream eben neu. Ich muss jetzt einfach im sanften Klang meiner Stimme und so. Ich sehe wieder was. Ich habe neu geladen. Ach so. Ach stimmt, OBS hat tatsächlich geschafft. Und ich bin tot. Der schafft sonst gerne mal nicht, die Verbindung neu zu etablieren, wenn er verreckt ist. So von wegen. Also es ploppt dann so ein Dialogfenster auf von wegen, sorry, ich habe die Verbindung zum Server verloren. Und manchmal will er dann, dass man OK drückt und es neu versucht, damit er quasi den Stream weitermacht. Aber gut, wenn du wieder was sehen kannst. Ja. Der Vorteil ist, das war ein gezwungener Stream-Neustart, sodass jetzt immerhin der Versatz wieder fürs Erste zumindest auf dem niedrigen Wert ist. Muss ich erst wieder hochschaukeln. Aber war auch kein guter Anlauf gegen Manus. Macht nichts. Hab's noch nicht mal geschafft, ihm ein bisschen seine zweite Phase zu prügeln, wo er dann seine Schattenmagie benutzt. Wenn ich traurig ist. Nee. Ja, man muss auf jeden Fall. Du hast Fall ja noch mehr Versuche. Ja. Ja. Also man muss bei den DLC-Bossen jedenfalls bedenken, bei nicht allen, die haben sehr gute Resistenzen gegen Schaden. Und aufgrund der Art einfach, wie die Schadensberechnung im Spiel abläuft, bedeutet das, dass man am besten fährt, wenn man quasi, also wenn man eine Waffe verwendet oder eine Methode verwendet, die einen einzelnen Schadenstyp anrichtet. Das bedeutet theoretisch, wenn man halt eine Waffe zum Beispiel auf Blitz oder Feuer aufwertet, dann macht sie ziemlich guten Schaden, von dem die Hälfte Blitz und die Hälfte Feuer ist. Oder die Hälfte, nein, die Hälfte physisch, die Hälfte Blitz oder die Hälfte physisch, die Hälfte Feuer, so rum. Gegen viele Gegner, die niedrige Resistenzen haben, ist das von Vorteil. Aber gerade im DLC sind viele Gegner und vor allen Dingen die Bosse so, dass sie sehr hohe Resistenzen haben. Und wenn man nur einen Schadenstyp macht, wie meine Waffe, die macht reinen physischen Schaden, dann muss dieser Schaden auch nur von einer Resistenz des Bosses quasi, oder der wird nur von einer Resistenz des Bosses gemildert.
Wenn man hingegen jetzt Blitz und physisch macht, geht das durch beide Resistenzen und wird somit zweimal reduziert, sodass man insgesamt oft weniger Schaden macht als mit einer Waffe, die nur einen Schadenstyp anrichtet. Mhm. Ganz sinnvoll. So viel Menschliches hat er wirklich nicht mehr. Nee, ist ein bisschen. Hat er so ein bisschen. Sieht so ein bisschen komisch aus. Wobei ich sagen muss, so schwierig ich den Boss auch finde, ich finde sein sein Design extrem cool. Ja, wow. Oh. Eigentlich ist diese Attacke gar nicht schwer auszuweichen, aber hat mich schon zum zweiten oder dritten Mal getroffen. Gar nicht gut. Ich habe mir halt angewöhnt, weil wegen diesem blöden Kugelding, was mich jedes Mal zerlegt, damit man genug Zeit hat, dem auszuweichen, muss man nah an ihm dranbleiben. Und dann müsste ich schneller auf diesen Schrei reagieren, der halt anzeigt, dass er gleich seine 6er-Wop-Wop-Kombo raushaut. Mhm. Und da bin ich aktuell noch zu langsam. Nur ich finde es frustrierender, gegen diese Schattenmagie zu sterben, was halt meistens später im Kampf ist, als gegen die Kombo, wo man dann meistens früher im Kampf stirbt. Ne? Also einfach so vom Frustfaktor ist es besser zu sterben, wenn der Boss 80% hat, als wenn er 30% hat. Ja, und du denkst, ich habe es fast geschafft und dann stirbst du. Das ist nachvollziehbar. Ist mir auch schon oft genug passiert, so ist es nicht. So in den letzten 5% wird man dann wieder unvorsichtig. Hilft es bei dem eigentlich auch wieder quasi zwischen den Beinen dieses Dings zu bleiben oder geht das bei dem nicht so gut, bei dem Manus? Viele seiner Attacken haben Hitboxen, die auch treffen, wenn man zwischen seinen Beinen steht. Er kann sich extrem schnell rumdrehen und extrem schnell wegspringen. Das heißt, anders als bei so jemandem wie Ornstein oder auch zum Beispiel im Taurus-Dämon, kann man nicht wirklich gut zwischen seinen Beinen stehen bleiben. Also man ist da nicht so sicher wie in anderen Bosskämpfen und er lässt einen da nicht so gut stehen wie bei anderen Bosskämpfen. Das heißt, im Allgemeinen ist die Taktik eher... Okay, das Vieh hat was gedroppt. Komm runter, danke. Der Udassil-Beschleuniger. Den droppen die relativ selten. Man braucht ihn aber auch für nix. Es ist allerdings nicht derselbe wie der Udassil-Elfenbeinbeschleuniger, den Dusk und Elisabeth verkaufen, sondern es ist ein anderer. Der sieht halt so aus wie das Ding, was sie in der Hand halten. Nur das Problem ist, wenn man wirklich auf Magie skillt und als Magier spielt und Intelligenz erhöht, fährt man mit anderen Beschleunigern einfach deutlich besser. Es ist etwas. Das ist nicht etwas. Ich fand's blöd, als ich meinen Magier gespielt habe. Man findet nämlich erst sehr spät, wenn man eben Logan's Quest 3 abgeschlossen hat, einen Beschleuniger, der, wenn man tatsächlich Intelligenz skillt, der stärker ist als der Standardbeschleuniger, mit dem man anfängt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Weswegen man halt bis zu diesem Zeitpunkt noch 3 oder 4 andere Beschleuniger durchaus finden kann. Die aber eigentlich alle nicht so gut sind wie das Ding, was man als Startausrüstung in die Finger bekommen hat. Einfach weil die anderen, die man findet, skalieren nicht gut. Das bedeutet, viele von denen haben quasi einen stärkeren Grundwert. Aber der Bonus, den sie von Intelligenz kriegen, ist viel geringer. Manus? Willst du noch was tun? Läuft hier. Jetzt macht er. Nein. Ah, jedes Mal. Aber ich meine, diesmal habe ich es überlebt, so ist es nicht, nur trotzdem. Dieser Angriff ist eigentlich leicht auszuweichen. Niemand sollte an diesem Angriff sterben, eigentlich. Eigentlich. Eigentlich ist auch der Sprungangriff leicht auszuweichen, aber... Au.
Ja, ich weiß. Mein Kommentarstil leidet gerade bei diesem Bosskampf. Auch bei anderen Bosskämpfen so ist es nicht. Das macht nichts. Ich habe auch nicht viel geübt. Ich habe noch zwei oder dreimal den Boss mit meinem Magier versucht. Im New Game Plus. Das ist ja dann noch schwerer, oder? Er hat mehr Lebenspunkte, richtet mehr Schaden an. Das ist es also dann aber auch. Also schwerer. Ja. Aber man muss immerhin dazu sagen, er macht keine neuen Attacken. Hm? Nein! Nein? Okay, gerade noch geschafft. Das ist sein Shotgun. Ah, nein. Das war der blöde Schattensturm. Ich krieg's immer noch nicht gebacken, die beiden Schattenmagien auseinanderzuhalten. Aber was wir gerade gesehen haben... Das war das Kugeldings. Noch geschafft habe, rechtzeitig auszuweichen. Genau. Das Kugeldings, er macht eine andere Bewegung mit seinem Stab, wenn er die beiden Zauber wirkt. Und eigentlich ist es nicht schwer, sie auseinanderzuhalten, nur, naja. Ja, bereitet euch darauf vor, den Weg hier schon mal gut zu sehen und öfters kennenzulernen und so. Manus ist so mein Furchtgegner. Das ist schön. Dafür ist auch der letzte wirkliche Furchtgegner, der für mich im Spiel noch bleibt. Nach Manus fehlt noch ein optionaler Boss im DLC, den ich auch machen werde. Einfach weil er extrem cool inszeniert ist, wie ich finde. Okay. Und dann, weil ich ja bis dahin nicht gemacht habe, der Boss im Wald. Und dann die vier Könige, weil man die erst nach dem Boss im Wald machen kann. Und dann fehlt nur noch der Endboss. Asche fürs Gewinn. Mhm. Ja, übrigens... Die sind aber dann alle machbar, ja? Ja. Also... der letzte optionale Boss im DLC ist sehr stark. Aber... also ich werde bei dem auch sterben, so ist es nicht. Er ist nicht leicht, aber er hat nicht so diese Sachen, wo ich extreme Panik vor habe. Also diese Schattenmagie, mit der ich irgendwie einfach nicht klarkomme. Obwohl ich weiß, dass sie nicht schwer ist, erwischt sie mich trotzdem gerne mal. Ständig. Das ist bei dem letzten Boss halt nicht. Der hat so ein paar fiese Attacken, aber das ist halbwegs schaffbar. Mhm. Und ja, der Boss im Wald ist dann eigentlich für den Zeitpunkt jetzt, dürfte er ziemlich leicht sein, weil man den viel früher schon machen kann. Und er nicht, ja, also er ist nicht so gedacht, dass man ihn ganz früh macht, aber er ist halt sehr früh schaffbar, deswegen ist der Boss nicht so schwer. So ähnlich wie das Feuerrad in den Katakomben auch. Was auch, wenn man ihn halt mit der guten Ausrüstung zum späten Zeitpunkt macht, da ist der Boss auch kein großes Problem. Ja, dann die vier Könige sind... Also ich finde sie nicht sehr schwer. Also es kann auch gut passieren, dass ich es bei den vier Königen schaffen werde, nur drei Könige machen zu müssen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie es läuft und so. Ich weiß nicht genau, wie das mit meiner Waffe hier funktionieren wird. Einfach weil ich es jetzt gerade kann. Bei den vier Königen ist es halt so, dass das vier einzelne... verdammt, zu spät geholt. Vier einzelne Gegner sind, die sich eine gemeinsame Boss-Lebenspunkteleiste teilen. Und die sind einfach an einem Timer. Das bedeutet, nach einer gewissen Zeit in dem Bossraum spawnt halt dann der zweite von denen. Und nach einer weiteren gewissen Zeit der dritte. Und nach einer weiteren gewissen Zeit der vierte. Und wenn man den Boss dann noch nicht tot hat, spawnen weitere. Also es gibt, ich weiß nicht, ob es ein Limit gibt, aber es können jedenfalls auch mehr als vier Könige gleichzeitig spawnen. Was sehr schlecht ist, weil das bedeutet, man macht viel zu langsam Schaden. Schafft wegzukommen, wunderbar. Und, wenn man so langsam Schaden macht, dass man
mehr als einen König gleichzeitig hat, wird es gerne mal haarig. Aber der Trick ist, wenn einer von den Königen tot ist, kann man durchaus trotzdem noch seine Hitbox quasi treffen. Und der einzelne König ist halt tot und natürlich weiterer Schaden nützt dann nichts, aber... das ist Schattensturm, 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 Schattensturm. Man kann der Hitbox weiterhin Schaden zufügen und damit, wow, wie ich einfach denke, ich kann den Boss durchblocken. Und damit der gesammelten Lebenspunkteleiste des Bosses weiterhin Schaden zufügen. Wow. Ah, verdammt. Nein, 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 nein. Ah, ich bin so blöd. Das bedeutet, man tötet den einen König und schlägt weiterhin quasi auf seine Leiche ein. Die verschwindet dann natürlich nach kurzer Zeit, aber so zwei Schläge kann man es noch landen und fügt damit der gesammelten Lebenspunkteleiste des Bosses weiterhin Schaden zu. Und wenn man halt genug Schaden macht, dann, jo. Hat man nach drei Königen schon die Gesamtleiste des Bosses runtergekloppt. Und damit zählt der Boss als besiegt und der vierte König spawnt gar nicht mehr. Das kann durchaus ganz gut passieren. Muss gerade mal gucken. Habe ich ein bisschen Funkeltitanit? Recht ordentlich. Habe ich ein besseres Schild? Ja. Ich gehe mal gerade ein Schild aufwerten. Ich müsste genug Wegwerfseelen haben, um mir das von den Seelenpunkten leisten zu können. Ja, im letzten Kampf übrigens war jetzt das ein Problem. Ich komme halt schlecht mit seiner Schattenmagie klar, deswegen verwende ich gerne den Talisman eben, mit dem man dann für kurze Zeit vor der Schattenmagie geschützt ist. Und sobald er in dem Lebenspunktebereich ist, dass er die seine Schattenmagie eben verwendet, fange ich dann auch gerne mal an, unten auf den Talisman zu wechseln, damit ich den halt schnell bereit habe. Das Problem ist nur, dass ich dabei dann, ja, nicht so richtig im Kopf habe, dass ich drauf gewechselt habe. Und es gerne mal passiert, dass ich dann so denke, oh, ich habe Schaden genommen, ich soll mich heilen, stattdessen den Talisman aktivieren. Und dann denke, oh, ich sollte auf die Heilung wechseln und nochmal direkt heilen, obwohl eigentlich ich nicht die Zeit mehr dafür habe. Führt alles so Faktoren, die mit dabei helfen, dass dieser Boss für mich ein extremes Hindernis darstellt. Aber immerhin habe ich jetzt ein etwas stärkeres Schild. Ich habe nicht mehr die Ausdauerregeneration vom Schild, aber ich habe hier immer noch meine Maske, die da auch hilft. Also von daher. Ich glaube, das heutige Wetter trägt nicht dazu bei, dass das mit dem Stream so gut funktioniert. Nee, ich glaube auch, dass da die Datencenter gerade so ein bisschen stressend. Also für diejenigen, die es nicht so live mitbekommen, ne. Es ist gerade so ein bisschen am Gewittern und Sturm und generell nicht ganz so schönes Regnen Wetter. Und nass und bäh und so. Ja, wobei ich glaube, Regen und nass noch weniger das Problem ist, aber Gewitter und ja, aber Stürme. Wenn nass von der Seite kommt, ist auch... Ja, gut, aber das ist für die Server der Internetprovider jetzt weniger problematisch als, sagen wir mal... Ich muss nicht nach draußen, das ist okay. Elektrizität, die vom Himmel fällt oder so. In der Tat. Ja, man muss immerhin sagen, dass während dem Boss die Framerate nicht mehr einbricht. Das ist auf dem Weg dahin. Sobald man aber hier in dem Bereich ist, wird es schon deutlich besser. Und im Bosskampf selber sind es eigentlich immer stetig die 30 Frames. Man kann das Spiel so modden, dass es mit mehr als 30 Frames läuft. Da gibt es eben eine Modifikation, Hack, Mod, wie auch immer man es nennen will.
Ja, es ist mehr ein Hack als ein Mod. Also offiziell unterstützt das Spiel keine richtigen Mods, aber... Ja, es ist jedenfalls möglich, nur da das ein Konsolenspiel ist, ist ein guter Teil der Funktionalität des Spiels daran gebunden, dass das Spiel auf 30 Frames läuft. Das heißt, wenn man auf 60 Frames umstellt, funktionieren tatsächlich manche Sachen nicht mehr. Mhm. Was zwar lustig ist, aber andererseits auch ein guter Grund, nicht auf, nicht auf 60 FPS einzustellen. Was zum Beispiel gerne mal passiert. Was mir passiert ist, das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe, ist, wenn man eine Leiter runterrutscht. Die Kollisionsabfrage funktioniert halt zum Beispiel mit Hilfe der, dieser 30 FPS. Und das heißt, es kann dann schnell mal passieren, dass die Kollisionsabfrage irgendwie im falschen Frame ist. In einem Frame, den das Spiel standardmäßig nicht kennt, weil er nicht existieren sollte. Ne, so 60 Frames sind doppelt so viele, wie es das Spiel denkt, dass es geben sollte. Und die Kollisionsabfrage ist dann irgendwie im falschen Frame oder sonst was und das Spiel denkt, nö, da ist kein Boden. Und man fällt durch die Karte durch und fällt. Praktisch. Ja, ist jedenfalls sehr lustig. Nein! Okay, gerade noch schnell genug weggekommen. War wieder seine Top-Attacke mit seiner 6er-Kombo. Schon wieder? Okay. Tobt sich hier gerade richtig aus der Kleidung. Ich meine nicht, dass es wirklich schlimm ist, aber... Also sagen wir so, die Top-Attacke ist eigentlich eine, die üblicherweise keine Probleme darstellen sollte. Und ich sage üblicherweise, aber... Weil du die Erfahrung gemacht hast, dass es schon mal anders sein kann. Okay, Schattensturm, Schattensturm, Schattensturm. Weg damit, weg damit, weg damit. Nein! Ich habe nur jetzt ein paar Dinge erwischt, weil ich gegen die Wand gelaufen bin. Und so funktioniert der Silberanhänger. Aber das Problem ist, bei dieser Attacke... mit den Kugeln muss man das ganz genau timen, weil der Schutz, ich weiß nicht, ob das so eine Kugel ist, die kleiner wird oder sonst was, der Schutz nimmt sehr schnell ab. Und wenn man nicht genau im richtigen Moment gegen die, das war jetzt die Shotgun-Attacke, immerhin habe ich die Kugelattacke überlebt, das war ja schon mal was. Ja. Das Timing ist bei dieser Kugelattacke eben sehr, sehr genau. Gegen den Schattensturm kann man sehr gut mit dem Talisman ankommen. Einfach dreimal in Folge, so schnell wie es halt geht, also einfach den X-Knopf spammen, dann dreimal in Folge den Talisman aktivieren und die Schattensturmattacke tut gar nichts. Alternativ zweimal und dann einmal rollen, dann ist man auch sicher. Die Shotgun-Attacke sollte man eigentlich ausweichen, da hat man extrem wenig Zeit, den Talisman zu aktivieren. Der hat ungefähr eine Sekunde Wirkzeit, bis das Schild halt tatsächlich da ist, was einen schützt. Und deswegen ist es da nicht unbedingt zu empfehlen, zu versuchen, den Talisman zu benutzen. Ich würde da immer dazu raten, den Ausweichknopf zu benutzen. Zweimal zur Seite weg ausweichen, wenn ihr erkennt, dass er diese Shotgun-Attacke, wie ich sie nenne, benutzt, reicht eigentlich immer. Wenn man halt nicht blöd ist und zuguckt, wie, was macht er denn jetzt? Ach, das ist die Shotgun-Attacke, Moment, soll ich jetzt nicht was tun? Oh, ich bin tot. Denn die ist extrem schwer zu blocken. Das sind so drei, vier direkt aufeinanderfolgende Wellen von Schattenmagie, die extremen Schaden verursachen und einen extrem schnell also die Haltung brechen und Schilde aus dem Weg hauen. Das heißt, das Ding blocken ist quasi unmöglich. Und ich bräuchte eine doppelt so lange Lebensleiste, glaube ich, um das zu überleben. Aber üblicherweise ist da Ausweichen nicht so schwer. Nur wie gehabt, ich tue mich einfach schwer mit dem Boss. Ja, deswegen. Das macht ja nichts. Ich werde es jetzt vielleicht noch drei, vier Mal diese Folge versuchen und sonst wird's halt beim nächsten Mal. Mach das. Ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, ich nicht. Das macht ja nichts. Immerhin ist das Schöne, dass es danach meiner Meinung nach eigentlich nur noch leichter wird. Verbleibenden Bosse sind alle keine so großen, zumindest psychologisch gesehen, keine so großen Probleme. Das können schon hinhauen.
komm her. Das Schöne ist, dass dieses Schild hier 100% physischen Schaden blockt und deutlich mehr Haltung hat als das Graswappenschild. Das heißt, mit dem Schild kann ich einen Teil seiner Angriffe tatsächlich blocken. Ist es natürlich nicht vorzuziehen, aber... was ich üblicherweise halt mache, ist, wenn meine Ausdauer voll ist, dann kann ich das Schild auch einfach nach oben halten quasi. Wow. Mhm. Das ist eine schnelle Umdrehattacke übrigens. Verdammt, tot. Oh. Es ist unmöglich, aus dem Combo-Angriff rauszukommen, wenn er einen einmal erwischt hat. Mhm. Ja, aber wenn mein Ausdauer voll ist, kann ich halt quasi mit erhobenem Schild trotzdem noch rollen. Mhm. Üblicherweise sollte man halt das Schild, wenn immer möglich, senken, damit die Ausdauer schneller regeneriert. Nur wenn die Ausdauer voll ist, braucht man das natürlich nicht. Ja, sodass ich dann quasi gleichzeitig versuche zu rollen, aber noch geblockt halte. Und üblicherweise ist es dann so, dass entweder das Rollen funktioniert oder aber das Blocken. Und ich eben in beiden Fällen keinen Schaden nehme. Nur, wenn die Ausdauer niedrig ist, dann ist natürlich das mit dem Blocken nicht mehr so effektiv. Und eigentlich ist Ausweichen, vor allen Dingen so wie ich spiele, die vorzuziehende Option. Du kannst mir mal was erzählen. Muss ich nicht mal reden. Ich kann was erzählen, ja. Das auf Kommando. Problem ist auch, das ist total nicht mein Ding. Erzähl mal was Spannendes. Erzähl einen Witz. Sag was Lustiges. Nee, zu spät. Witz. Also. Oh, du bist ein Clownfisch. Erzähl was Lustiges. Oh, du bist ein Clownfisch. Erzähl uns einen Witz. Also eine Miesmuschel und ein Halbhund. Oder so ähnlich. So viel Witz daran. Ich habe übrigens ein Nemo auf meinem Schoß liegen. Ja, aber deiner kann damit leben, nicht im Wasser zu sein. Der möchte auch nicht in den Regen nach draußen, also ins Wasser und so. Ja, aber ist orange. Orange-weiß. Ich gucke über einen Film über einen Typen, dessen Frau von einem Serienmörder brutal ermordet wird und sein einziger Sohn wird dann behindert geboren und entführt. Und er muss mit einer geistig behinderten Frau losziehen, um den Sohn zu finden. Alter, was guckst du für einen Scheiß? Findet Nemo. Findet Nemo. Ja, eine kleine Karte hier, war irgendwie nicht so begeistert von dem Wetter. Aber zum Thema Witz. Könnte mal überlegen, ob ich einen Witz kenne. Vielleicht. Geht ein Einarmiger in den Secondhand-Shop. Ja, lustiger Witz bei mir nicht. Atomwitz, keiner lacht, alle strahlen. Ja. Ich mag ja eigentlich seinen Sprungangriff. Mit dem komme ich irgendwie gut klar. Er trifft mich selten und meistens schaffe ich es danach, guten Angriff einzuhauen. Das ist doch gut. Eine Blondine steht auf der Straße, also man geht die Straße entlang und sieht an der Laterne so eine Anzeige, Wohnung zu vermieten. Guckt sich die Anzeige an und klopft. Kommt eine Polizistin vorbei und sieht die Blondine an der Laterne klopfen. Ja, was machen sie denn da? Ja, ich habe hier diese Anzeige gesehen, Wohnung zu vermieten. Da wollte ich mir nachhören, ob da eine da ist und ich such was und, ne? Polizistin klopft mit gegen die Laterne. Man muss sagen, die Polizistin ist natürlich auch blond. Dann klopfen sie eine Weile. Die Polizistin einfach. Das kann doch gar nicht sein. Da muss doch einer da sein. Oben brennt doch Licht. Witz. Achso, ich dachte, es geht noch weiter. Sorry. Nee. Das ist eine Straßenlaterne, brennt Licht. Ja, das ist mir dann irgendwann auch klar geworden. Ich weiß nicht, in meinem Kopf war das Bild nicht von einer Laterne, sondern von so einem Straßensignalzeichen-Dings. Achso, ja, das ist natürlich. Du hast Laterne gesagt, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber in meinem Kopf war halt ein anderes Bild. Und da dachte ich mir, Moment, Laterne, Licht, Laterne, ach Moment, Laterne. Und währenddessen wartete ich noch, dass irgendwie die Pointe noch kommt.
Ich kenne nicht so viele Witze. Ich kenne noch einen. Auch einen Blondinenwitz natürlich. Sonst wird's ja langweilig. Witze, die eine Bevölkerungsgruppe diskriminieren, sind meistens die lustigsten. Okay, ja dann. Aber dann muss ich erstmal überlegen, wie der jetzt geht. Nein! Ach, doch, ich muss das erst überlegen. Ich hatte angekündigt, dass es diese Folge nicht wird. Aber den letzten Versuch gibt es noch und dann soll es das gewesen sein. Dann geht es beim nächsten Mal weiter. Vielleicht übe ich noch ein bisschen zwischendrin mit meinem Magier. Der hat es auch noch nicht geschafft. Nach irgendwie einer Stunde oder so. Wobei der Magier länger braucht und noch weniger aushält. Magier ist, glaube ich, 12 Vitalität und ist halt im New Game Plus. Das heißt, der wird quasi von allem gewone-hittet. Magier ist mehr dafür gedacht, ordentlich Wumms zu machen. Mhm. Bei manchen Bossen funktioniert das auch erstaunlich gut, weil man ja auf Abstand bleiben kann. Aber Manus ist sehr aggressiv. Das kommt vor. Soll ich den Witz erzählen? Ja. Also. Eine Blondine ruft ihren Freund auf der Arbeit an. Schatz, ich habe hier ein Puzzle, aber ich kann es einfach nicht lösen. Jedes Teil gleicht dem anderen wie ein Ei. Darauf der Freund. Hast du denn eine Vorlage? Wie sieht das Puzzle aus? Die Blondine. Naja, auf der Schachtel hat es einen Hahn. Der ist ganz rot, aber ich kann es trotzdem nicht. Der Freund. Okay, mein Schatz, reg dich nicht auf. Wir werden es heute Abend zusammen versuchen. Am Abend treffen sich die Blondine und der Freund. Er sieht die Schachtel an. Großes Schweigen. Dann sagt der Freund, so Schatz, wir packen die Cornflakes jetzt in die Schachtel zurück und reden nicht mehr darüber. Ja. Man muss dazu sagen, man erkennt deutlich, ob jemand einen Witz erzählt oder vorliest. Ja, der war vorgelesen. War trotzdem lustig. Ich hatte im ersten Moment gedacht, dass die Puzzleteile alle falsch rumliegen hat. Nee. Das mit Cornflakes finde ich auch noch viel lustiger, weil damit rechnet man einfach so nicht mit. Ja, das hat sowas von diesen Scherzen, die immer irgendwelche Leute mit dummen Praktikanten machen, ne? So von wegen, hier die gelochten Seiten und die Locherschnipsel müssen wieder zurück, damit die Seiten wieder ganz sind. Mhm. Oder. Oder immer eine Kiste WLAN-Kabel. Genau, oder was... Kilometer. Meine Mutter früher irgendwann mal gemacht hatte mit zu frühen Zeiten der IT, als es noch Lochkarten gab. Lochstreifen und Lochkarten, ja. Genau. Haben sie irgendwie einen Praktikanten gesagt, dass die Lochkarten jetzt aus Geldgründen wiederverwertet werden müssen und deswegen die Schnipsel wieder in die Lochkarten eingeklebt werden müssen. Ja. Und natürlich nur an die richtige Stelle, weil es sind ja also die kleinen Zahlen drauf. Hm. Ja, bei meiner Mutter schien es irgendwie lustig gewesen zu sein, den neuen eben, oder den Azubis oder den neuen, entweder Praktikanten oder Azubis, aber ich glaube, es waren die neuen Azubis, sagen, dass sie doch die Quecksilber-Thermometer auskochen sollen. Blöd war, glaube ich, dass es irgendwann tatsächlich mal jemand gemacht hat. Ja, das ist schlimm. Und die natürlich das dann kaputt und Quecksilber im Raum irgendwie doof. Ist ein bisschen ungesund, das Zeug, ja. Erzählt man sich. Ganz schnell genug weg. Gehört nicht zu den gesundesten aller Füllmaterialien für Thermometer. In der Tat. Leider hat sich das so mit den Standardscherzen für neue Azubis, weiß ich nicht. Also in unserem Betrieb passiert das leider nicht. Es gibt ja auch keine Lochkarten. Oder es ist leider, aber. Ja, aber. Und WLAN-Kabel ist, glaube ich, auch schon zu bekannt, ne? Aber. Die neuen Azubis werden einfach nicht. Wenn man übrigens ganz nah bei ihm dran ist, wie ihr gerade gesehen habt, dann tut einem die Kugelattacke nichts.
zweimal zur Seite weg und die Shotgun-Attacke tut einem nichts. Ich hab's nicht, wenn er so an der Wand steht. Ich hab's nicht gerne, wenn er so an der Wand steht. Ganzer Satz ist guter Satz. Ja. Okay, wenn einen nur so der äußerste Rand dieser Shotgun-Attacke trifft, dann kann man manchmal noch durchkommen. Mhm. Nein! Nochmal gut gegangen. Wenn's ideal verläuft, dann so funktioniert der Kampf, wenn man es richtig macht, quasi. Nein. Dank meinem Schild und einigen gut getimten Ausweichrollen habe ich es gerade noch geschafft, seine. Okay, ich bin tot. Ja. Was schade ist, weil es wirklich gut lief. Ja. Ich wollte auf Abstand gehen, um zu heilen, was eigentlich eine komplett dumme Idee war. Alter Instinkt von anderen Bossen. Und prompt hat er seine Kugelattacke rausgehauen. Natürlich. Ich habe auch ein Pech. Ich überlege gerade, ich habe ihn zweimal schon besiegt mit anderen Charakteren. Beide Male hat er viel weniger Kugelattacken gemacht als die erfolgreichen Versuche. Und selbst die Versuche vorher waren immer so vielleicht zwei, dreimal pro Kampf die Kugelattacke. Der spammt sie jetzt irgendwie ständig. Naja. Ja, gut. Das soll es für diesmal gewesen sein. Der Teil wird einfach als optionales Rumgefehle gekennzeichnet oder so. Und ich übe noch ein bisschen mit einem anderen Charakter bei dem Boss. Also, ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß dran. Immerhin gab es Blondinenwitze. Ne? Wer mag sie nicht? Ja, immerhin. Bis die Tage. Nächstes Mal gibt's Anti-Witze. Wolltest du noch Tschüss sagen? Ja, okay. Tschüss.